Unser Ziel ist immer noch, erreiche diese Hütte. Verdammt anders aus als Engineun. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Bin ich überhaupt richtig noch? Runter, dann rechts. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Vorsicht! Denen zeige ich's. Muss da aufpassen. Das wird lustig. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Und auch das noch. Hasta la vista, Baby! Genau da, wo es wehtut. Einfach Truhe auf und gut ist. Wow. Gleich kommt ein Kannst du nicht Acht geben? Ich versuche die ganze Zeit Tut Acht zu leid, geben. Okay? Yep. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Vor allem, du kämpfst hier und dann wird gesagt, du hast deine magische Kraft um 1 erhöht. Du fragst dich, was bedeutet das? Was macht das für einen Unterschied? Ich habe nämlich noch keine Stats über sich gesehen. Ja, natürlich macht es mehr Schaden, aber was ist denn das Verhältnis, wenn ich zum Beispiel sage, okay, du machst 1% mehr Magieschaden oder 2% oder was bringt es, wenn du sagst, okay, 1 Magie mehr, auf welchen Wert zahlt das ein? Ein Magieschaden, ist das wirklich umgerechnet direkt 1:1, also dass du einen Schadenspunkt mehr machst oder... Was ist dir passiert? Es gab wohl einen Kampf. Und unser riesenhafter Freund hat ihn nicht gewonnen. Eine Herausforderung. Mal sehen. Was haben wir hier? Mhm.
noch schnell rein in die Stadt zurück machen, den Kindern mal kurz die Fotos zeigen, ne? Gefasst. Damit die zu mir sagen. Jetzt aber, Frey. Hier, noch mehr Fotos. Yep. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Na also! Was haben wir denn hier? Ein waschechter Schatz? Dann gehe ich mich immer noch im Kampf. Zu atmen, sonst landest du nie einen Treffer. Nicht hilfreich. So. Endlich. Mein Ziel erreicht. Dann können wir bei Magie mal eben. Ne, da müssen wir noch ein paar beschießen. Das sind wir aber. Hier sind wir aber fertig. Steigert den Schaden. Diese Herausforderung kann nur über das richtige Buch angenommen werden. Achso. Das wird nützlich sein. Nicht über das richtige Buch, sondern kann nur über das Buch angenommen werden. Relevanter Ort bereits entdeckt. Du kleiner Bücherwurm. Sie Gegner mit Kontern. Dann das auslösen. Ich probier mal diese Technik. Weil ich denke, man muss sich nur dran denken, dass ich das Steinschild auch verwende im Kampf. Was wollte ich nochmal machen? Ach, verdammt, ich wollte eigentlich den vorantreiben. Weil der ja wirklich auch eine Fähigkeit dabei hat. Jetzt mal ganz kurz gucken. Karte. Zoom raus. Die Kinder freuen sich. Dann schauen wir mal, wie lange der lädt, wenn wir in die Stadt zurückgehen. Fertig. Wir sind da. Das ging erstaunlich schnell. Leck mich fett, ey.
Hello, hello. Ich bin hier, um euch Fotos zu zeigen. Oh, du bist das. Hast du uns Bilder mitgebracht? Na klar. Hier, schaut mal. Wow, das ist genial. Sieht es da draußen wirklich so aus? Ich will mehr sehen. Bitte. Oh, bitte. Okay, okay, verstanden. Ich bringe euch später mehr Bilder mit. Du kannst jetzt den Filter monochrom benutzen. Du hast jetzt den Rahmen Zeitung für Fotos. Geil. Nehme ich mal mit. Ich denke übrigens, dass hier immer alles landen wird, was ich unterwegs mal vergesse aufzusammeln. Oder? Dann würde das auch erklären, warum das hier Fundsachen heißt, die Ecke. Hm? Die Katze von eben? Ein nettes, junges Mädchen. Mit dir hat man da auch gesprochen. Markier mal den Abstecher. Mal sehen, was die von uns wollen. Ach so, Katze. Verfolge mich. Ich glaube fast, die Katze möchte das wieder folgen. Führ mich zum Shutter. Wie geht's? Gut. Hier wolltest du uns hinführen? Abgeschlossen. Du hast mich absichtlich hergeführt, oder? So, hier hoch, über die Treppe. Wobei hier auch irgendein Event wieder in der Ecke ist. Oder was ist mit dir? Alte Frau. Hey, sowas kenne ich als Katzenspielzeug. Gut erkannt. Man sieht gleich, dass du eine Katzenfreundin bist. Wenn dir etwas gefällt, können wir einen Tausch machen. Anderen Katzenliebhaberinnen helfe ich... Stopfst du dir ernsthaft deine Taschen mit diesem Müll voll? Das ist wunderbar, Schatz. Was darf's denn? Ach, weißt du, was das ist? Das ist die Händlerin dafür, um in diesen Unterschlüpfen Sachen reinzuballern, damit die Katzen mit in mein Bett da kommen. Was du denkst? What's the hell, ey? Katze lässt sich doch nicht bestechen. Ah, der Umhang ist auf jeden Fall schöner als der erste. Der erste sah so billig aus.
Lass mich raten, das ist auch nur eine Katze. Mal sehen. Super. Scheues kleines Wesen. Vielleicht sollten wir ihm nach. Hier wolltest du uns hinführen? Du hast mich absichtlich hergeführt, oder? Miau! Sieht ein bisschen aus wie Assassin's Origins. Naja. Alle Open-World-Spiele sehen aus ein bisschen wie Assassin's Creed. Du bist ein. Ja, ich wollte dich einfach mal streicheln. Guck doch mal, ob du bei den anderen Händlern was Sinnvolles tauschen könntest. Wir sind am Ziel. Es ist eigentlich so fies. Du willst eigentlich auf den Hauptplatz kommen und dich schnell porten und wirst vor die Stadt gesetzt. Das hat wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hat was mit dem Laden zu tun, aber immerhin haben sie die dämlichen Fotokids nach ganz vorne gesetzt. Entschuldigung, ich meine die wundervollen Kinder, die die Welt entdecken wollen. So, was der Buchhändler für Münzen. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Na, zeig, was du hast. Ein Umhang in Top-Qualität, der von einem Handwerksmeister aus dem besten Material hergestellt wurde. Verringert die Dauer von negativen Effekten. Komm bald wieder. Hat bessere Trefferpunktwerte. So. Jetzt können wir Schnellreise machen. Raus aus der City, weil ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Das Fragezeichen gilt fürs Beten. Und sonst wollen die Kids ja nur mein, wie heißt das, mit mir quatschen. Bin ich echt so weit vom Weg abgekommen? Da war das mit dem Vertrauten. Und dann gehe ich aber von der Hütte. Ich glaube, das ist ein Stück schneller. Als wenn ich von Norden nochmal zieht. Runter zur Seite ziehe. Willst du etwas herstellen? Immun gegen Gift.
aber insgesamt eigentlich schlimm, dass das alles so... so Naja-Effekte sind, ne? Toll. XY kann in irgendeiner Form kritten. Wie viele sind das denn? Genug für eine Party. Schwing dir das Tanzbein. Anhalten lohnt sich nicht. Dieser Gegner ist ein ganz besonderes Exemplar. Holla die Maxi. Tu, was du am besten kannst. Oh, Alter! Das hast du davon! Das ist eine Chance! Bist du dran? Nimm das! Nimm da! Volltreffer! Wow! Hopp! Oh yeah! Langsam habe ich den Bogen raus! Den Eindruck habe ich auch. So gemacht, weil er ja ein besonderer Gegner war. Natürlich sind alle Lebewesen besonders. Gleich geht's aufs Maul. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Wie geht es dir? Viel besser als vor einer Minute. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Oh, ich muss mal dran denken. Während des Kampfes auslösen. Hasta la vista, Baby! Na bitte! Genau da, wo es weh tut! Was ist das? Was? Bist du schon müde? Hey, ich bin immer müde. Oh, dann ist ja alles wunderbar. Das wird ja eine sehr klischeehafte Antwort für eine Dame. Wobei, ich bin auch immer müde. So, dahin. Dann dahin. Manchmal klappt es ja auch mit dem Aufsteigen. Ha!
Du bist ein bisschen vom Weg abgekommen. Ja, ich weiß. Ich habe mich ein bisschen von der offenen Spielwelt einholen lassen. Der Traum vom Neuanfang. Ja, das kann ich nachvollziehen. Diese Mischung aus Hoffnung und Angst. Es ist... So mindestens drei Gegner gleichzeitig. Sack und Pack aufzubrechen. Katze, ich bin wieder weg. Ich freue mich aber schon, deine anderen Weggefährten zu finden. So, das Brennholz. Und weiter. Aber die Pirette, die so von vorne nach hinten macht, die regt mich auf. Ah, sehr schön. Das sieht doch wundervoll aus, um meine Sprengfähigkeit zu verbessern. Sind wir umzingelt? Ist doch egal. Wir schlagen uns schon durch. Alles klar. Nicht schlecht. Flieg, Zombies. Ist auch schon abgeschlossen dann. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Mein Gott, ist ja schon wie bei Days Gone. Knaller!
hat es ein bisschen gedauert, aber es hat auch geholfen, um zwei Fähigkeiten zu verbessern. Ich glaube, es ist geschafft. Ey, wurde aber auch Zeit. Das war ein hartes Programm. Ja, ja. Gut gemacht. Was kann das hier unten? Achso, kann ich ja jetzt gar nicht sehen. Das ist das Aufsammeln. Und die haben einige Kerne gegeben. Wobei die ja auch noch wichtig sind. Wenn man ja auch irgendwas craften will. Der Steinschätze aktivieren. Das ist ein Kampf in der Kette, die lassen wir jetzt aber mal in Ruhe. Nee, kein Schwein, aber Feuer. Ja, die traurigen Zeugnisse menschlicher Schicksale. Etwas gefunden? Der Verderbnis. Hier ist der Bruch am stärksten konzentriert und daher auch am tödlichsten. Das bedeutet zähere Gegner und eine insgesamt härtere Herausforderung. Doch wenn du die Burgen der Tantas erreichen willst, wirst du dir deinen Weg bahnen müssen. Wenn du bereit bist, dann bleibt nur eins. Augen zu und durch. Lass mich raten. Noch mehr verrückter Bruchshit. Sieht ganz danach aus. Wow. Ha? Was zum... Ich schwebe. Nein, du bist Jesus. Hängt das mit der starken Konzentration des Bruchs hier zusammen. Na sowas. Hier ist es so crazy. Ja, ja. Ungemein vergnüglich. Da bin ich mir sicher. Können wir jetzt weitergehen? Kann ich unter Wasser atmen? Je intensiver der Bruch wird, desto weniger greifen die Gesetze der normalen Welt.
Alter, mich überrascht bald gar nichts mehr. Du wirst dich verteidigen müssen. Ach, und zwar mit dir. Ha! Oh, da weiß ich was. Scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Ich habe auch schon vergessen, dass ich unter Wasser bin. Ich werde immer besser. Passabel, würde ich sagen. Hier? Sieht das mal nicht so aus. Ah, doch. So viel Glück hat man nicht oft. Das ist also die Festung? Haben wohl an der Instandhaltung gespart. Der Zahn der Zeit hat das Seine getan. Aber dies sind die Auswirkungen des Bruchs. Der Winkel muss stimmen. Nice. Annehmbar. Die Stille gefällt mir aber gar nicht. Ich finde sie friedlich. Würdest du lieber gegen Bruchbestien kämpfen? Nein, aber also in Horrorfilmen. Wenn's da ruhig wird, dann fängt die Kacke erst richtig an zu dampfen. Ah, war ja klar. Deckung. Was habe ich diesem Drachen je getan? Der hat's echt auf mich abgesehen. Hm, scheint so. Aber den Kampf solltest du vermeiden. Ja, gute Idee. Kein Stress, der Drache will nichts von mir. Na, vielleicht doch ein bisschen, aber...
Die Aufzeichnungen aus einem Außenposten in Preen-Ost, die dokumentieren den Antrag einer Generalin namens Callista Keen auf Versetzung nach Junon. Aus ihrem Kommuniqué geht hervor, dass sie eine Zusammenarbeit mit den Kognoszenten fortanstrebte, um Athias Verteidigung zu bessern. Callista Keen? Hä? Das ist Audens Mutter. Boah, ich bin voll der Superbrain. Kann ich noch sagen, bis die richtigen Schlösser kommen. Da sollten wir auf jeden Fall hin. Zum Mana-Quell auch. Ah ja, die Zuflucht sowieso. Etwas gefunden? Noch keine Spur von Silasburg. Das Gebirge ist ziemlich unwegsam. Du solltest ins Tal hinuntergehen und dort weiter. Lass mich raten. Du hast die Karte studiert. Ja, im Gegensatz zu dir. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen. Und mit dir zum Chillen. Warum musst du denn chillen? Mal sehen, was Gutes dabei? Wo ist denn jetzt das nächste? Naja, das war das mit Kontern, wo ich eh nicht weiß, was das ist. Sammle Gegenstände in der Nähe, stoße die Gegner wieder zu Boden. Na schön, dann legen wir los. Wo gibt es eine Taste für... Y-Halten für alle Markierungen entfernen, weil ich habe eine Einzelmarkierung, die ein bisschen weit entfernt war. Noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Aber es wird nicht hübscher von der Umgebung. Also von Flora her. Es wird immer trauriger. Das könnte jetzt anstrengend werden. Ja, guck mal ins Zeug, Alter. Achtung! Das wird lustig. Voll auf die 12. Gleich kommt.
kommt ein Knaller. Dir geht's gut, oder? Naja, gut nicht unbedingt. Hey! Könntest du mich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Für eine Superheldin? Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Ach, und wieso nicht? Das wird ein Spaß. Hier brauche ich doch veräppeln jetzt zwei, oder? Gleich kommt ein Knaller. Und ab damit. Hab ich dich. Das ist unsere Chance. Nicht schlecht. Ja. Es könnte helfen, etwas zurückzutreten. Stimmt. Das wird was. Na also! Gleich gibt's aufs Maul. Suchen wir uns jetzt ein wahrhaft würdiges Ziel. Nö, keine Lust. Ich trainiere nicht für eine Meisterschaft oder so. Ja, lass uns mal in den reinhüpfen und lernen, was es hier zu lernen gibt. Dass ich da noch nie gefragt, dass ich unter Wasser atmen kann. Das war das Springen zum Beschleunigen. Ich muss aber selbst noch mal kurz gucken. Beschleunigen, indem du dich vom Boden abstößt. Ups. Na, ob ich dadurch wirklich schneller bin, bin ich mir noch nicht sicher. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Wie Heiltränke soll es denn später mal tragen können? Ich bin jetzt schon auf dem Kapazitätsbeutel von Elfas. Das nehme ich mal mit. Du kannst kontern, dass das mit dem Y. Ja, das vergesse ich immer, weil Y dann gerade so weit weg ist. Fing ich von meinem Finger. Wie erforscht man so einen Mist überhaupt? Nun, indem man sein Leben aufs Spiel setzt. Tänzle 50 Mal. Oh. Muss ich auch mal dran denken, die Gegenstände einzusammeln.